Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu YouTube-Kanals. Heute wende ich mich sozusagen nochmal mit einer Richtigstellung zum letzten Video an alle unsere Zuschauer und Abonnenten. Ihr wisst, was ich meine. Das sind die, die immer so fleißig die liken und so weiter und so fort. So, und zwar ging es ja bei dem letzten Mal, bei dem letzten Video um das Thema die Weite im Schuh, also diese dritte wesentliche Komponente bei der Passform, die also ausschlaggebend ist, ob ich jetzt einen Schuh wähle, der richtig sitzt, der etwas zu weit ist oder der etwas zu eng ist. Und in der Tat ist doch einem aufmerksamen Zuschauer oder Zuschauerin aufgefallen, dass ich da in 2, 3 Fällen die Worte verwechselt habe. Natürlich, es liegt nicht am Dialekt, also es ist wirklich so, es gibt den Unterschied zwischen Auftrittsbreite, das ist immer das, was ich hier zeige, wenn wir von den Sohlen sprechen. Und natürlich ist nicht die Sohle, die Außensohle in dem Falle für mich wichtig, sondern eben halt die Innensohle. Damit definiert sich sozusagen die Breite. Und das, was der Schuh dann letztendlich aufweist im Zusammenhang mit Länge und Spannhöhe ist die sogenannte Weite. Es gibt auch diese Weite hinten im Fersenbereich, wenn man der Meinung ist, ein Schuh sitzt hinten zu locker. Diese Äußerung kommt häufig oder zu, mitunter sehr häufig bei Barfußschuhen zustande. Das liegt aber einfach nur daran, weil ja der Barfußschuh aufgrund seiner Konstellation und seiner Fertigung sozusagen auf eine verstärkte Fersenkappe verzichtet und dadurch schneller zur Faltenbildung neigt als andere Schuhe. Zum anderen korrigiert er dadurch auch nichts. Und das heißt, wenn also ein Kind einen extremen Knickfuß hat, dann tut er das nicht korrigieren. Es ist aber auch nicht Sinn und Zweck eines Barfußschuhs, dies zu tun. Kommen wir wieder zurück zur Weite. Die Weite definiert sich also, wie gesagt, halt nicht immer nur von dem, was ich von außen sehe, sondern was letztendlich innen dem Fuß zur Verfügung steht. Und wenn ich dann sozusagen die falsche Breite nehme, habe ich auch eine verkehrte Weite im Schuh. Und deswegen ist es natürlich auch sehr häufig der Fall, dass sozusagen zu viel Weite im Schuh mit zu viel Länge verwechselt wird. Und deswegen kaufen viele Eltern Schuhe einfach eine Nummer kleiner, weil sie meinen, das damit kompensiert zu haben, haben aber dabei vergessen, dass der Schuh dann von der Innenlänge her nicht mehr ausreichend wäre. So, ich hoffe doch, dass damit sozusagen die Richtigstellung erfolgt ist, Sie, meine lieben Zuschauer, das auch so verstanden haben, wie ich das jetzt meine. Und dann hoffe ich auf ein unverfängliches nächstes Mal. Gerne.